zur Aufgestaltung des Aufzuges. Es ist sicherzustellen, dass zu keiner Zeit mehr als 8 Trommler in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang Dreierlinie oder Block als Kundgebungsmittel verwendet werden. Das Marschieren im Gleichschritt ist untersagt. Fahnen sind unerkennbares Muster bzw. Formation zufällig im Aufzug zu platzieren. Eine Block- oder Formationsbildung unter Zuhilfenahme von Fahnen, auch in der Kombination mit sonstigen Kundgebungsmitteln, beispielsweise als Rahmen oder Spalier, ist während der gesamten Veranstaltung unzulässig. So, in diesem Sinne würden wir dann mal sagen, ist diese Versammlung eröffnet? Hallo Blauen! Oh! Also ich habe hier ein bisschen was aufgeschrieben, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, erzählen wollte. Aber nach dem Auflagenbescheid, den ihr habt, mein Gott, die Herren vom Landratsamt oder wer auch immer das hier genehmigt, das ist ja schon Wahnsinn zu sagen, ihr dürft nur mit den Trommeln so und so viele Leute auf der Stelle. Also da merken wir ja schon, wo wir sind. Das ist ja... Also ich, da fehlen mir die Worte, das ist unglaublich, dass man sich sowas mal vorschreiben lassen muss. Und ich bin der Meinung, eigentlich muss man sich sowas nicht vorschreiben lassen. Ja? Dann habe ich gehört, es ist ein Zeitmanagement, wo man sagt, ihr müsst aber genau bis dahin fertig sein. Nein, liebe Polizei, das ist falsch. Weil rein rechtlich gesehen muss ich eine Demonstration in Deutschland nicht anmelden schon, aber nicht um Erlaubnis bitten, diese machen zu dürfen. Sondern ich tue euch nur kund, dass ich jetzt hier demonstrieren will. Und das mache ich so lange, wie ich Bock habe. Ja, also das ist unverschämt. Ansonsten ist es natürlich toll, dass wieder so viele Leute heute hier im Blauen sind. Es ist ein bisschen weniger geworden. Aber warum ist denn weniger geworden? Wenn wir uns dazu halten, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wenn wir mal überlegen, mit was hier gearbeitet wird. Es ist ja wirklich nur Abteilen, Herrschen, Spalten untereinander. Ich bin von den Freien Sachsen, war früher bei der AfD. Das heißt aber nicht, dass ich diese Menschen hasse, die jetzt bei der AfD sind und sonst was. War nicht mehr mein Weg, bin ich raus, bin ich woanders hin. Aber was macht der Gegner, der politische Gegner, CDU, Grüne und so weiter? Die quatschen einfach, da darfst du nicht hingehen, das sind Rechtsradikale, das sind Nazis, das ist sonst was. Und viele Menschen sagen, bevor ich meinen Job verliere. Und ja, es ist so. Ich selbst persönlich habe drei Jobs verloren, ja, seit 2015. Genau drei. Der letzte war beim Sicherheitsdienst. Da habe ich meinen Personenschutz ausgenommen gemacht. Bin zu den Freien Sachsen eingetreten. 14 Tage später kriege ich einen Brief vom Landratsamt, dass mir die Lizenz entzogen wurde und ich nicht mehr dort arbeiten darf, weil ich in einer vom Verfassungsschutz beobachteten Organisation tätig bin. Tja. Berufsverbot nennt man das eigentlich, oder? Und genau das ist, was hier passiert. Es hat mit Demokratie nichts mehr zu tun in unserem Land, weil Demokratie setzt darauf voraus, dass man die Meinung des anderen mag. Oder nicht mag, sondern toleriert. Aber toleriert ist auch, was heißt ertragen. Also, dass man einfach akzeptiert, was der andere da drüben denkt. Also, zumindest halte ich das so. Schon halte ich mit dem Grünen oder Linken und sage dann, ja, ist gut, dein Ding. Und dann gehe ich. Aber deswegen sage ich, du darfst jetzt nicht mehr auf denselben Fußweg glauben wie ich. Weil das ist Diktatur und keine Demokratie. Und das müssen wir versuchen zu ändern. Eins will ich noch mit sagen, das wäre mir sehr wichtig. Uns wird immer gesagt, bei den Freien Sachsen, ihr wollt ein Königreich und ihr wollt einen König wieder. Also ich will keinen König, definitiv nicht. Es gibt sicher Leute, die mögen das. Kann ja jeder mögen und mag was wollt. Das ist wieder das Ding mit dem Tolerieren, beziehungsweise Akzeptieren der Meinung eines anderen. Aber, sind wir doch mal ehrlich, der einzige Weg für die Leute, die schon mal im Westen wohnen, jetzt vor kurzem gewesen sind, also in den alten Bundesländern, da ist es doch so, da ist der Hausmeister und der Chef der einzige Deutsche in der Firma. Diese Verhältnisse wollen aber die Sachsen nicht und das mehrheitlich. Also was bleibt uns am Ende? Ganz genau, ihr wisst, was unser Hauptthema ist, ja, der Freien Sachsen. Raus aus dem Staatenbund Deutschland und dann machen wir unseren Scheiß alleine. Ja, auch wenn das ein König gesagt hat. Also geht's zum Sechsen. Ende. Ja. Die
Möglichkeit dazu haben hier. Ja, wir als Freistaat können durch einen Volksentscheid sagen, wir wollen hier raus. Wie das genau abläuft und ob man das wirtschaftlich durchhält und, das würde den Rahmen jetzt sprengen, das will ich gar nicht machen. Dafür gibt es Stammtische, da könnt ihr euch informieren. Aber es ist auch die einzige Möglichkeit, nicht in so einem großen globalen Krieg, der hier kommen wird, wenn denn die Bundesregierung so weitermacht. Wir müssen einfach raus hier. Gut, das ist das letzte Thema, war mir noch wichtig zu sagen. Zeitmanagement, ich habe nicht viel Zeit, schade eigentlich, ja, macht Spaß bei euch. Ich wünsche euch trotzdem noch eine wunderbare Veranstaltung heute und werde richtig laut auf den Marsch. Danke! So, recht vielen Dank, Dirk. Sichtweisen aus verschiedenen Richtungen sind eben genau unser Thema und unser Anliegen gewesen. Etwas, das in der jüngeren Vergangenheit im Übrigen allzu oft falsch interpretiert worden ist. Denn tatsächlich ist dieses Podium hier ein gesprächsoffenes Podium, das für tatsächlich alle Menschen gedacht ist, die sich tatsächlich Gedanken gemacht haben. Und nein, wir hätten keine Probleme damit, ein Mitglied von Bündnis 90 den Grünen, der Linkspartei oder eben auch von CDU und CSU hier ein Gesprächsangebot zu schaffen. Die Frage ist natürlich, ob ihr das hören wollt, das ist steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber dass wir es nicht tun, ist definitiv falsch. Es ist gelogen. Es ist eine Falschdarstellung, die auf Grundlage einer verqueren Ideologie in die allgemeine Interpretation der Gesellschaft freigeboten wird. Etwas, das wir nicht nur nicht respektieren können, wir können es vor allem nicht verstehen. Also, an der Stelle nochmal danke für die Sichtweisen und die Darbietung von Dirk. Wir sind dankbar über jeden Gast, der es ermöglicht, zu den tagesaktuellen Themen eben hier auch Position zu beziehen. Jetzt bitte ich unseren nächsten Gast, den Markus, auf die Bühne. War schon öfter hier. Ich freue mich ganz sehr für den 351 Dresden. Ein großartiger Mensch, Journalist auch, der leider letztens aus dem Dresdner Landtag ausgeschlossen worden ist, weil etwas mit seiner Presseakkreditierung wohl nicht gestimmt haben soll. Aber das kann er euch auch selber erzählen, weil Markus, herzlich willkommen. Danke. Und hallo, Clown! Hallo! Ja, wir müssen es schon oft in diesem Land erleben. Es gibt eben Presse, die ist gleich und es gibt Presse, die ist gleicher. Und trotz Pressefreiheit wurden wir da also nicht rausgeschmissen direkt, aber wir durften keine Video- und Tonaufnahmen machen. Und dagegen werden wir natürlich klagen. Da habe ich schon Unterstützung von einem euch wohlbekannten Anwalt. Und da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten, denn das lassen wir uns natürlich nicht bieten. Ne? Wir werden auch an dieser Stelle wie auch an allen anderen Stellen die Rechtsmittel ausschöpfen, damit wir sagen können, wir haben alles versucht, um für unsere Demokratie und wirklich um für Gleichberechtigung in diesem Land zu kämpfen. Und wenn die Rechtsmittel ausgeschöpft sind, dann wisst ihr vom letzten Mittel, was dann greift, Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Das Widerstandsrecht. Genau. Jetzt aber zu meiner eigentlichen Rede. Und die beginnt mit schlechten Nachrichten. Ne? Denn die Wolken über Europa werden dunkler. Die kriegsgeilen Politiker, nicht nur in diesem, aber in den europäischen Ländern, getrieben von der USA, versuchen wirklich alles, um hier Europa in den Krieg zu ziehen. Und das mittels Waffenlieferungen, das habt ihr vermutlich auch in den letzten Wochen schon mitbekommen. Es soll immer mehr Waffen geliefert werden an die Ukraine und Russland hat schon deutlich gemacht, dass sie das nicht mehr lange hinnehmen werden. Wir laufen hier wirklich Gefahr, dass unsere Kinder noch erleben müssen, was Krieg ist. Und das in Anbetracht unserer Geschichte hier, wo wir eigentlich aus unserer Geschichte ganz klar hätten lernen müssen, dass nie wieder ein Soldat oder eine Waffe und geschweige denn ein Panzer in einem anderen Land rollen darf.
laufen wir Gefahr, wirklich Europa in einen Flächenbrand zu ziehen. Aber ich habe auch gute Nachrichten. Klaus Schwab hat diese Woche auf dem WEF Summit gesagt, er hat starken Gegenwind spüren müssen. Und wir wissen, wer dieser starke Gegenwind ist, nämlich wir! Und wir haben letzten Winter gezeigt, dass aus dem starken Gegenwind auch ein Sturm werden kann! Und ich bin mir sicher, dass ihr alle mit dabei seid. Wenn es drauf ankommt, werden wir alle zusammenstehen. Für den Frieden in unserem Land und in ganz Europa kämpfen. Denn da sind wir unseren Kindern schuldig. Und dann wird aus diesem starken Gegenwind ein Sturm für Frieden und Freiheit in ganz Europa. Ich war gestern erst in Prag, also nicht nur ich, eine ganze Delegation aus Sachsen war gestern mit mir in Prag, Chemnitzer, Dresdner, ja sogar Freiburger, die zählen mittlerweile schon fast zu Sachsen dazu, so oft wie die auf Demos mit uns kommen. Und die Prager haben sich echt gefreut, denn das, sie haben gesehen, wir stehen auch grenzübergreifend zusammen. Und sie haben gesehen, dass in allen Ländern Europas die Probleme gerade die gleichen sind. In allen Ländern Europas sind gerade kriegsgeile Politiker an der Macht, die sich von der US-Agenda treiben lassen. Und was wir aber damit auch gezeigt haben, ist, dass wir eben zusammenstehen, wenn es drauf ankommt. Und deswegen haben sie sich ganz besonders gefreut, dass wir am 1. Mai eine deutsch-tschechische Demo machen werden, auf der wir alle gemeinsam für Frieden und Freiheit demonstrieren werden. Also tragt euch den Termin schon mal ein, 1. Mai, wenn es soweit ist, wird auch noch der Ort bekannt gegeben. Das darf ich nur momentan nicht aus rechtlichen Gründen. Die Demo-Organisatoren wissen warum. Aber das erfahrt ihr auch noch. Es wird natürlich in Grenznähe sein. Irgendwo an der deutsch-tschechischen Grenze. Könnt ihr euch das so mal ausmalen. So allzu viele Orte gibt es da nicht. Und ich bin mir sicher, ihr seid auch dabei, oder? Am 1. Mai! Ja! Wollen wir aus dem Tag der Arbeit den Tag für Frieden in Europa machen? Sehr schön. Dann noch eine Sache. Ich habe am Donnerstag was, glaube ich, einen offenen Brief gestartet. Ebenfalls für Frieden, nämlich gerichtet an unseren Bundeskanzler gegen Panzerlieferungen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den mitzeichnet. Auf der Webseite team-markus.de findet ihr das gleich als ersten Beitrag. Offener Brief an Bundeskanzler Scholz gegen Panzerlieferungen. Dort könnt ihr über die Kommentarfunktion einfach mitzeichnen, diesen Brief. Es haben bereits 120 namhafte Erstzeichner diesen Brief unterschrieben, zum Beispiel Rechtsanwalt Ralf Ludwig, Michael Ballweg, Markus Heinz und viele, viele andere, Dr. Walter Weber, der ja auch beim letzten Mal hier mit war, oder vorletzten Mal, wenn ich mich nicht irre. Also ganz viele Erstzeichner und wir haben bereits über 700 weitere Menschen, die mit unterzeichnet haben. Lasst er uns die 1000 voll machen und unterzeichnet diesen Brief bitte mit, damit unsere Kinder in Frieden in unserem schönen Europa aufwachsen können und nie erfahren müssen, was Krieg ist. Vielen Dank, Blau! Jetzt kommen wir zu dem wirklich auch wichtigen Punkt. Markus hat es gerade angesprochen. Trotz aller sozialen Diskrepanzen, der Tatsache, dass man auch in unserem Land weiterhin den Sozialkassen beikommt, sprich eurem wertschöpfenden Beitrag immer mehr Raub und gar Plünderung zukommen lässt, ist es uns wichtig, wirklich zu unterstreichen, dass ohne
die Aufrechterhaltung von Frieden. Das heißt, sich klar und deutlich gegen Krieg auszusprechen. Alles andere de facto nicht funktionieren wird. Für diesen besonderen Beitrag haben wir heute einen großartigen Menschen mit da, der in seiner ganzen bisherigen Streiten und Wirken sich immer wieder für Frieden ausgesprochen hat, immer wieder für den Frieden gekämpft hat. Waldemar, ich bitte dich, komm her und herzlich willkommen im Blauen. Hallo Sachsen! Hallo! Hallo Vogtland! Hallo liebe Friedensstifter! Schön, dass ihr alle da seid! Mein Name ist Waldemar, ich bin aus Braunschweig heute hierher gekommen und ich möchte euch von den freien Niedersachsen noch alles Gute für dieses Jahr wünschen! Wir wollen jetzt über den Krieg reden. Nein, wir reden über den Frieden. Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke. Das ist ein Zitat von George Orwell aus dem Klassiker 1984. Ich möchte das mal jetzt wieder gegenspiegeln und sage euch, warum wir auch heute hier sind. Ich sage nämlich, Kriege bringen keinen Frieden. Freiheit ist keine Sklaverei, sondern ein Menschenrecht. Und Unwissenheit ist ein Narrativ, dem wir nicht mehr folgen. Stimmt ihr mir dazu? Der US-Bundeshaushalt plant dieses Jahr fast 860 Milliarden US-Dollar für Militärausgaben auszugeben. Letztes Jahr waren es noch 775 Milliarden. Sie haben es also nochmal um 85 Milliarden erhöht. Dazu kommen weitere 47 Milliarden Dollar für den Ukraine-Krieg, bloß für die NATO-Länder. Das werden sie bereitstellen. Die NATO, oder sollten wir doch lieber vom US-Imperium sprechen, ist ein Meister der verdeckten Kriegsführung und Geostrategie. Um das zu koordinieren, benötigen sie ungefähr 1000 Militärbasen weltweit. Rammstein in Rheinland-Pfalz ist eins davon. Die Air Base Rammstein ist die größte Militärstützpunkt außerhalb der USA und das Hauptquartier der Luftfahrtkräfte der NATO. Und verdient dient es für die Zwecken in Afrika, im Nahen Osten oder in Osteuropa. Dort wird auch die Raketenabwehr des Bündnisses sowie deren Weltraumaktivitäten überwacht. Es sieht auch für Material, für Soldaten und Treibstoff. Was für Material? Ist das Material Nuklearsprengköpfe gemeint? Ja, natürlich. Was sonst? Die Zahl auf den Aral befindenden US-Atomwaffendepot, die da lagern, mögen wir zwar nicht wissen. Dass es sich aber um den Typ B61-3-4 handelt schon. Und das ist die haben eine Sprengkraft in Kilotonnen. Zum Vergleich. Der erste Atombombenabwurf auf Menschen, auf die Stadt Hiroshima, am 6. August 1945, wo das US-Militär der Bombe den Beinamen Little Boy gab, hatte eine Sprengkraft von 12.500 Tonnen. Und 100.000 Menschen haben sofort den Tod gefunden. Jetzt ist es aber Zeit, ein Zeichen zu setzen, wie einst damals die Friedensbewegung es in Westdeutschland tat. 1983 hat Ronald Reagan drohte mit dem damaligen Warschauer Pakt mit einem nuklearen Erstschlag. Die Menschen hatten zu Recht Angst, denn die USA waren in der Lage, einen Atomkrieg vom Boden von der Bundesrepublik auszuführen. Die damalige Friedensbewegung startete eine Aktionswoche, die in den deutschen Geschichtsbüchern einen Ehrenplatz bekommen müsste. Eine 108 Kilometer lange Friedenskette von Neu-Ulm bis Stuttgart nahm daran teil. So viele Menschen waren das. Und damals waren es aber auch NATO-Generäle, die nicht so kriegsgeil waren, wie es heute den Anschein hat.
Es waren ehemalige NATO-Generäle, darunter der deutsche Günther Vollmar. Sie warnten vor den nuklearen Wettrüsten. Und für sie stand nicht die Frage, zwischen sowjetischer oder amerikanischer Lebensweise zu entscheiden. Er sagte, für uns bleibt nur zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Wir haben uns für das Leben entschieden. Und wir entscheiden uns auch für das Leben. Ich bin begeisterter Staatsflaggensammler und eines Tages bin ich aufgewacht und habe gesagt, Mensch, jetzt ist es die Zeit, die Fahnen rauszubringen. Wir gehen jetzt, wenn wir jetzt bald losgehen, spazieren gehen. Dort kann jeder gerne eine Staatsflagge nehmen und dann können wir mal Gesicht zeigen. Heute machen wir das im Blauen, hier in Sachsen und werden der Welt zeigen, dass wir für den Frieden einstehen und für nichts anderes. Dafür ist jetzt Aktivismus gefragt. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich diese Veranstaltung mache oder machen darf, danke der Organisation von Blauen. Und das ist euer, hier müsst ihr mir mithelfen. Und lasst uns für Blauen heute ein bunter, schönes, buntes Bild abgeben. Das ist mein Anliegen. Und ich weiß, dass ihr mich jetzt nicht hängen lässt. Vielen Dank. Danke für Blauen. Ja, aber wir haben es auch schon gehört. Aufgestelltes Huhn, da ist er wieder. Danke dir, Waldemar. So, meine lieben Mitmenschen, ihr habt es gehört. Also, wer da drauf Bock hat, ich werde mir dann auch so ein Fähnchen nehmen, werde damit rumlaufen, aus dem ganz einfachen Grund. Es sind ja bezeichnendermaßen die 193 Staaten und deren Flaggen hier, die auch in den Vereinten Nationen sind. Und da ich mir nicht mehr länger nachsagen lassen möchte, dass wir hier bloß pro sind, nein, wir sind gar nicht pro, denn in einem derartig ausufernden Konflikt, wie wir ihn erleben, gibt es für einen freiheitlich, logisch, rational denkenden Menschen kein Pro. Das einzige Pro, das ich kenne, ist pro Frieden und Anti-Krieg und da kann sein, wer da auch immer will. Und wie ich schon 2001 gesagt habe, nach den unsäglichen Anschlägen auf das World Trade Center. Es gibt für nichts eine Erklärung, dass mit den Worten Krieg endet. Krieg ist schlimm, schrecklich und es ist vor allen Dingen eins. Es ist die Pervertierung dessen, was man mit Menschen machen kann. Und gegen derartig asoziales Gebaren von Menschen, die das auch noch glorifizieren, die meinen, mit Waffen könnte man irgendetwas lösen. Die sind dann wahrscheinlich auch so dämlich und gehen mit einem Streichholz und einem zusätzlichen Benzinkanister hin und versuchen den Hausbrand zu löschen. Ich für meinen Teil bitte euch, beteiligt euch daran, nehmt euch jeder eine Flagge und lasst uns dieses Zeichen senden. Denn für den Frieden ist es das tatsächlich wert. Ich sehe es jetzt auch wieder hier. Lasst uns dafür sorgen, dass zukünftige Generationen noch weiter in friedlichen Europa leben können. Ich danke euch. Ja, wir teilen die in der Zwischenzeit aus. Hallo Blauen! Ganz ehrlich, bin ich heute ein bisschen enttäuscht. Denn ich werde immer wieder gefragt, warum ich das hier mache und meine Antwort ist immer wieder die gleiche. Ich tue das für meine Kinder. Und ich kann nicht verstehen, warum nicht mehr als die, die jetzt hier stehen, um für ihre Kinder, für Freiheit und für Frieden zu kämpfen. Wer Kinder hat, der kennt bestimmt diese berühmte Warum-Phase. Kinder haben diese Phase, um ihre Umwelt, ihre Mitmenschen, die Welt an sich und auch ihr eigenes Handeln zu verstehen. Macht es wie diese Kinder. Fragt euch immer wieder warum. Hinterfragt alles. Fragt euch, wer Vorteile von einem anhaltenden Krieg beispielsweise zwischen der Ukraine und Russland hat. Fragt euch, warum nicht frei bzw. gar nicht über die Proteste auf der ganzen Welt berichtet wird.
Fragt euch, warum es keine Aufarbeitung zum Thema Impferpressung, schwere Nebenwirkungen, Impfschäden und Todesfälle gibt. Fragt nicht nur euch selbst, tragt diese Fragen weiter an eure Kommunalpolitiker, an die Landtage und an die Bundesregierung. Und wir fragen, warum werden seit Jahren mehr und mehr Menschen in dieses Land geholt, als sich dieses Land überhaupt leisten kann? Warum werden die enormen... Vorgehen mit sich bringt, nicht thematisiert. Warum wird das alles verschwiegen? Warum wird nicht gesprochen über die Zunahme der Gewaltdelikte, über Körperverletzungen, Vergewaltigungen, Sachbeschädigungen, Diebstahl, Raub und Mord? Warum ist unser sogenanntes Fachkräfteproblem nach all den Jahren der massiven Zuwanderung nicht bereits gelöst? Warum übernimmt keiner Verantwortung für die Gewalt, die Nötigung, die Lügen und die millionenschwere Verschwendung unserer Steuergelder der letzten 3 Jahre? Warum hält sich Deutschland nicht strikt an das 2+4-Abkommen? Warum lässt man zu, dass unsere Wirtschaft den Bach untergeht? Warum sind wir, die Menschen, die hier leben und arbeiten, anscheinend nichts wert? Warum ist man angeblich ein böser Mensch, wenn man die Wahrheit ausspricht? Warum ist man ein böser Mensch, wenn man offen sagt, dass man in Frieden und Sicherheit leben möchte? Wir sprechen es aus und wir sprechen es an, was sich viele nicht trauen. Und wir kämpfen weiter mit euch zusammen. Wir kämpfen friedlich, aber wir kämpfen. Gebaut haben.
Also, liebe Mitmenschen, egal was ARD, ZDF und all diese Medien, diese Presseschreiberlinge da draußen sagen, es gibt eine Alternative zu Waffenlieferungen. Es gibt eine Alternative zu einem weiteren Anschwören dieses Krieges, nämlich das Einfordern von Frieden, von Verhandlungen, politischen Gesprächen, die dafür sorgen, dass endgültig die Waffen schweigen. Geschichtliche Umdeutung. Denn wenn man heute den Menschen zuhört, in politischer Verantwortung, scheint es diese Beteiligung an Befreiung, der Abschaffung von Tyrannei und Unterdrückung nie gegeben zu haben. Interessant ist auch, dass wir heute bereit sind, wieder nicht nur mit schweren Waffen, sondern schon mit eigenem Säbelrassel uns beteiligen zu wollen. Wir müssen diese Brücke endlich bauen, um fortzukommen von den Mitteln des Krieges. Thank you.
Zwecke von Frieden und einem Zeichen des Friedens und gegen den Krieg und gegen den Bewegung von Zimmerlein, Hass, Hetze und Unterdrückung für die Einigung und Einigung der Staaten der Vereinigten Nationen. Heute, hier, steht auf unserer Straße. Thank you.
an alle Unterstützer aus unserer wunderbaren Landesgemeinschaft. Großartiges Dankeschön, großen Respekt und für die Unterstützung, die uns zuteil geworden ist, nicht nur durch unsere Gäste, sondern auch das, was auf Landes- und Bundesebene in der gemeinsamen Zusammenarbeit im Jahr 2022 ermöglicht wurde und was wir weiterhin bereit sind, im Jahr 2023 zu leisten. Soweit hatten, würden wir an dieser Stelle die Veranstaltung offiziell beenden. Wir haben zu danken.